So, jetzt fahren sie ein, an dir einen deutschen Meister. Hier sehen wir Raphael Kopp und André Kopp. Mit 11:4. Im jetzigen Spiel sehen wir das Team Oberpfalz mit André und Raphael Kopp. Und natürlich auch schon in den neuen Trikots. Die beiden wurden Deutscher Meister bei der DM 2019 in Moers, haben dort im Finale gegen Stein gewonnen. Bereits der zweite deutsche Meistertitel für André, den Torwart, und der erste für Rafa im Elitebereich. Das Spiel wird geleitet vom Herrn Lubetz, UCI-Kommissär aus Österreich. Hauptsponsor der Raiffeisenbank bedanken. Oh, da kommt Masi zum Schuss gleich mal. Im ersten Angriff sehen wir es. Und dann findet er hier die Lücke hinter dem Fahrrad quasi durch. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Stelle. Da kam der Kopf mit seinen langen Armen nicht dran. Ich glaube, da ist auch schon, wird schon die Abwehrstrategie von Waldrems sichtbar. Wollen da sich, der Außenspieler Björn wird sich eher auf Raphael konzentrieren. Mit seiner Bande. André hat jetzt Platz. Masi kommt gut raus. Neuaufbau. Wieder an der Bande. Ja, gelupft, gut rausgekommen. Oh, das macht Rafa gut. Verschafft hier André sehr gut Platz. Und da haben die Waldremser Glück, dass der Schiri das taktische Foul gesehen hat. Da war keine große Berührung, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich habe auch keine gesehen, aber mir stand natürlich, also wir haben auch keine günstige Position, um das zu sehen. Da kommt Rafa mit dem Hinterrad. Björn muss da aufpassen bei der Abgabe. Geht nochmal gut. Ja, da schießt er gleich. Aber jetzt der Konter. Jetzt 1 gegen 1 Situation und gut gehalten von Masi zum Eckball. Super. Ja, da hat er eigentlich noch Zeit, um den Ball in die Mitte zu legen. Weil Masi war ja schon fast wieder im Tor. Da kann er vielleicht mal in die Mitte ziehen und dann von seiner stärkeren Seite den Ball abladen. Wieder gehalten. Und jetzt ist er ab. Und Vorteil? Nee, pfeift ab. Okay. Und jetzt Masi probiert und schön drüber gezogen. Das war aber ein bisschen offensichtlich trotzdem, obwohl das war natürlich gut gemacht. Ja, aber super gemacht. Da natürlich ein großes Risiko genommen. Man sieht, Björn mal noch ab, hat Kratolini geholt. Und jetzt stimmt die Abstimmung nicht. Da hat Björn und Masi sich auf André konzentriert. Rückpass. Aber da kann man gerade noch so retten. So, nächste Angriffswelle rollt. Schießt wieder nicht. Neuaufbau. Ja, wenn wir so anschauen. Robert fällt gefühlt 90% Ballbesitz. Zwei Teams, zwei Chancen. Zwei Tore direkt gemacht. Und jetzt wird schon. Oh, super Masi. Stark gemacht. Oh, das war nix. Jetzt haben sie auch ein bisschen Glück schon hier. Remser, muss man schon sagen. So, jetzt Björn alleine vor uns. Schuss. André kommt gut rausgekommen. Ja, genau. So, jetzt mal gucken. Björn wird wahrscheinlich wieder auf Rafa gehen. Er macht von zu. Oh, nicht gut geschossen. Jetzt wieder die Kontermöglichkeit. Masi wieder am Meckern. Das gibt's sogar. Und jetzt zum 2:1. Ah,
aber wir sehen, kurz ist Zeitstopp. Der Linienrichter ist, auch mit involviert. Mal sehen, wie jetzt entschieden wird. Wir merken gleich, es ist vollkommen Spannung drin, ey. Alle Mannschaften ganz schön aufgeregt schon. Auf 1:2. Restliche Spielzeit ist 2 Minuten und 55 Sekunden. So, und es ist Tor. Ja. 2:1. Ein vermeidbares Tor wieder. Jetzt geht's weiter. Oh, Marci kommt wieder frei. Nach vorn und knapp vorn vorbei. Ich weiß nicht, warum sie da jetzt Marci so arg fahren lassen. Verfügt aber wirklich einen gut, sehr guten Schuss. Jetzt würde ich schauen als André, dass er das Spiel ein bisschen mehr auf Rafas Seite verlagert, wenn er dann danach Platz kriegt. Na, hat er einen Platz und da schießt dann sehr gut ein. Hier sehen wir es vorgelegt. Und dann hinten über den Sattel zum Ausgleich. Das ist der Ausgleich zum 2:2 durch André Kopf von der Mannschaft Obernfeld. Und da versucht André das sichtliche Foul zu machen und schafft er auch Freischuss für Weitrems. So, jetzt wieder Marci hat Platz, legt sich nach innen. Bisschen zu weit vielleicht. Neuaufbau. Okay. Wieder quer was abgefahren, jetzt fällt er runter. Ja, habe ich auch keinen Foul gesehen. 2:1 zu tun, aber er schießt, da könnte er passen. Naja. Ja, da muss Waldrems einfach konsequenter sein. Ausspielen 2:1, dann steht es ja schon wieder 3:2 und bringt sich gleich selber wieder in Gefahr. Aber wie viele Fehler machen bitte beide Mannschaften? Querpässe kommen ins Hinterrad des Gegners, man fällt runter, das häufig, auch wenn vielleicht Kontakt da ist, ist im Radball auch einfach mal gegeben. Also die Mannschaften scheinen echt nervös zu sein. Schön vorgelegt, Querpass kommt, ja. Rafa hat schon abgedreht. Ich will jetzt hier schön die Zeit runternehmen und dann erwarten wir noch eine zweite spannende Halbzeit. Oh, Marci wird schießen. Gibt es noch einen letzten Schlag? Und gehalten, André Kopp. Und diese Partie ist sehr eng. Sie geht in die Halbzeit mit 2:2. Für das nächste Spiel halten sich bitte bereit. Ja, die Remser, Marcel Schüle, Björn Burzmann, etwas, ja, eigentlich die Nachwuchshoffnung von Deutschland. Allerdings erstmal das letzte World Cup-Finale, weil in der vergangenen Saison konnten sie sich nicht für die Weltcup-Serie dieses Jahr, in diesem Jahr qualifizieren. Ja, habe ich schon vorhin leicht angesprochen, war das natürlich auch der Verletzung von Björn geschuldet. Haben die direkt die Bundesliga hinrollen, quasi mit Ersatz gespielt und musste Tim Lindner einspringen. Und ja, wenn wir die letzten drei gegeneinander die Spiele anschauen, bei den Final Fives zum Beispiel, hatte Obernfeld mit 9:4 und 3:2 die Nase vorne. Und bei der deutschen Meisterschaft in Moers mit 5:4, also wir sehen, Spiele immer knapp, nur ein Tor Unterschied. Partie mit Obernfeld, dem aktuellen deutschen Meister, und Waldrems, dem Final Five-Teilnehmer aus Deutschland. Es steht 2:2 aktuell unentschieden. Sehr gut.
kurz quer. Pass wieder ans Hinterrad. Wieder ans Hinterrad. Haben sie wieder Glück, dass sie den Ball noch in ihren Reihen halten können. Ist vielleicht ein bisschen zu viel Risiko hinten. So, jetzt ist er ab. Also, die Fehler lassen nicht nach. So, jetzt hat er Platz. Mal gucken, was er macht. Nee, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Jetzt die Kontermöglichkeit. Da kommt das Foul. Ja, Glück gehabt. Gerade noch in der letzten Sekunde. André da im Hinterrad erwischt. Sonst könnte es hier schon wieder direkt 3-2 stehen. Ja, jetzt spielen sie so an, dass André nach außen spielt zu Rafa. Rafa ja eigentlich dann genommen wird vom Außenspieler. Jetzt mal gucken, ja, jetzt André eigentlich gute Schussposition, schießt er dann auch und der ist auch drin, ja, sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, da hat Rafa ein bisschen durchschaut, dass er das Spiel ein bisschen auf seine Seite ziehen muss und dann den Pass auf André zu spielen. Jetzt der zweite Treffer schon so von Andres Seite, von der linken Seite. Guter, strammer Schuss zur Ecke. Er gehört doch tatsächlich durchs Tretlager und erinnert mich ein bisschen an, an den Siegtreffer zur Weltmeisterschaft 2017 in Dornbirn. Wieder Querpass, sehr riskant gespielt. Gesehen, ohne Ball, nach dem riskanten Pass von Rafa durch den Raum. Schön vorgelegen, kommt der Schuss. Ja, André hockt sich dahin, da müssten wir vielleicht mal ein bisschen mal vorne hoch probieren, weil ist eigentlich auch ja, ein geläufiges Wissen, dass der André sich beim Schuss hinsetzt. Jetzt der Konter daneben. Ja, wenn die Außenspieler ihre die Chancen des Gegners bestrafen würden, dann hätten wir ein ganz anderes Ergebnis. Ja, jetzt fällt er wieder runter. Bisschen ärgerlich, dass er da abpfeift aus Obernfelder Sicht. Jetzt gibt es schon wieder Ecke. Und er geht am Pfosten, unglücklich. Schöne Drehung, Schuss. Ungenau, jetzt wieder die Kontermöglichkeit. Vor allem jetzt. Oh, jetzt ist er ab, jetzt ist er ab. Jetzt macht das Foul, macht er auch Schritte. Oh, da gibt es Freistoß bloß. Und jetzt gibt er. Jetzt André Korb diesen 4 Meter. War gehalten. Schlecht geschossen. Also stramm geschossen, aber zu flach. Mitte ging es. Da muss ich schon was anderes einfallen lassen. Und so bleibt jetzt alles nochmal spannend. Zwei Minuten Verschluss. So, jetzt drehen Rafael Korb. Kommt ein Schuss. Gehalten mit der Hand. Und jetzt André Korb ist ab. 2 gegen 1 Situation. Und Schuss. Wieder zu flach. Und Himmels Willen. Also wirklich ein spannendes. Der ist drauf, Reinhard.
höchst kurioses Spiel hier. Ja, wieder ungenauer Pass. Und hat wieder die andere Mannschaft den Ball. Ja, eine Minute noch zu spielen. Verlieren verboten. Also gespannt, wie die Waldremser das jetzt hier angehen werden. Wir müssten erstmal ein bisschen die Zeit runternehmen und dann vielleicht nochmal einen Abschluss bekommen oder eine Ecke rausholen. Ja, ja. Gespannt, wie sie es angehen werden. Wird wahrscheinlich Herr Lubitz das Zeitspiel anzeigen davor. Mal gespannt. Ja, angezeigt. Jetzt sind ca. 20 Sekunden für die Remser Zeit, diesen Angriff zu beenden. Noch 15. Noch 10. Da ist das Foul, das war ein Foul. Ja. Der Masi regt sich auf, entschuldigt sich auch gleich, dass er sich aufregt. Klar, ja, die Emotionen sind da. Bitte? Ziemlich unnötiges Foul. Ja, unnötig, unglaublich unnötig. 5 Sekunden Zeitspiel und dann holt er das Foul. Und jetzt ist das Spiel eigentlich fast gelaufen. Jetzt schießt er zur Ecke. Nee! Jetzt gibt es noch einen Konter für Obernfeld. Ja, André ist ab. 9. Ja, wieder faul. Ja, das war's dann. So, und die Zeit ist rum. So, ein Schlag ausgeführt von Rafa. Gehalten. Ja, so ist das erste Topspiel. 3-3 ausgegangen.